The Green Machine. Die Geschichte Sofias beginnt Anfang 2015, als ich mit einem Kumpel den Entschluss fasste, die von Casamoto organisierte Reise über die Alpen zum Geburtsort der Ape nach Pontedera anzutreten. Ich esse gerade die teuersten Pommes meines Lebens. Nach vielen Kilometern erreichten wir unseren Hotelort Montenero, wo wir ein wunderschönes Hotel vorfanden, in dem wir für die nächsten Tage residierten. Am Morgen des zweiten Tages war es dann soweit. Wir fuhren auf dem Werksgelände von Piaggio. Vor Ort wurden wir vom Vorstand der Piaggio-Gruppe empfangen und begutachteten zunächst einmal das Museum. Anschließend gingen wir endlich auf das lang ersehnte Werksgelände. Ich kann es kaum in Worte fassen. Wir sind auf dem Werksgelände von Piaggio. Leider durfte ich in den Werkshallen nicht filmen. Aber es war trotzdem ein unvergesslicher Anblick, die nagelneu geschweißten und anschließend lackierten Karossen in der Endmontage zu sehen, so perfekt und rostfrei, wie ich es noch nie bei einer Ape zuvor gesehen hatte. Als ich durch diese ganze Fabrik wanderte, wuchs in mir immer mehr der Wunsch, auch einmal eine solch nagelneue Ape ohne jeden Makel mein eigen nennen zu dürfen. Wer hätte gedacht, dass schon etwa ein knappes Jahr später mein Wunsch Realität werden würde. Sommer 2016 kaufte ich bei Autohaus Früchtel dann meine Traum-50er in Verde Limasa mit Alukritsche. Und so bin ich nun glücklicher Besitzer einer nagelneuen Puppe. Tja, und so hat meine kleine Green Machine zu mir gefunden. Ich werde in Zukunft hieran hoffentlich gut erläutern können, technische Fragen von euch. Postet sie einfach im Forum oder hier unten in den Kommentaren. Und ich versuche darauf einzugehen. Was den Motor angeht, können wir viel experimentieren, denn das, was da aktuell so drunter ist, wird so nicht bleiben. Ich habe da ein wenig, wie sagt man so schön, leistungstechnische Optimierung vor mir. Ja, aber das alles in folgenden Videos. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst, wie gesagt, Kommentare oder was auch immer. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao!